Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Football Manager 23. Ja, ich habe jetzt ein bisschen vorgespult bis zum 8. September, aber nur, weil wir jetzt auch ein Testspiel haben am 9., denn ich habe ein Testspiel arrangiert, denn wir haben eine Taktik geändert. Und zwar spielen wir jetzt im 4-2-3-1-System mit Gegenpressing. Und das sieht wie folgt so aus. Könnt ihr ja euch gerne mal anschauen. Ich hoffe, dass wir ja mit dieser Taktik ein bisschen besser fahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Na, wir spielen jetzt erstmal, wie gesagt, ein Testspiel, damit die ja, sich ein bisschen eingewöhnen können. Dementsprechend. Und ja, ein Spieler ist, ja, hat Interesse geweckt. Kann ich euch gleich zeigen, wer. Und zwar der Jugendspieler Gevorgyan. Aber da kann ich schon mal sagen, eigentlich will ich alle ablehnen. Allerlei Angebote. Weil er ja sowieso in der U19 spielt. Und da kriegt er ja auch Spielpraxis. Die Sache ist halt nur die mit der U19 gerade. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die haben ein Spiel verloren. Schon. Das nicht gerade niedrig. Ich glaube 3-1 oder so. Ich weiß es jetzt aber auch nicht. Im Juniorenpokal. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin mir gar nicht so sicher. Meine aber schon. Ja, hier spielen sie jetzt zum Beispiel 2-2. Da ist ja schon mal etwas. Naja, die müssen sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Aber ist ja auch normal. In diesem Sinne. Also so, dann gucken wir mal, was sie gegen VfR Aalen machen. Hier haben wir noch ein paar Leute, den lassen wir weg. Tolber kann auch weg. Der sieht noch ganz gut aus vom Potenzial her. 1 zu 2 haben wir nur gespielt, Schuranov zweimal. Er ist nicht gerade viel, ne? Ein bis zwei Tage fällt der Niklas Lang aus. Okay. Knieprellung. Ja, aber ich würde auf jeden Fall die Taktik jetzt mal lassen. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich sehe gerade, hier ist ein flügelverteidiger Angriff, ne? Da mache ich auch auf Unterstützen. Das andere kann ich so lassen. Training habe ich jetzt vergessen. Dass die das wieder angepasst kriegen. Bleibt. Ja, genau. Das bleibt auch. Bin mir jetzt unsicher, bleibt auch der. Macht das. Unterstützen, genau. Pellat, ja, die können trotzdem Ballspieler Innenverteidiger lernen. Das dürfte jetzt kein allzu großes Problem sein. Mal angreifen. Ja, auch, ne? Angreifen, Nihuis. Ist auch so eine Frage, ne? Die Frage der Fragen ist das alles. Ja, der andere können wir alles lassen. Perfekt. So, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich will unbedingt jetzt gegen Paderborn spielen. Darauf arbeiten wir ja hinaus. Bin mal gespannt, was wir gegen Paderborn machen. So, Ott macht eine gute Entwicklung. Das freut mich schon mal. So, weiter. Wie gesagt, Transfer ist ja eh zu und sowas alles. Deswegen brauchen wir hier auch nicht so viel machen. So, apropos Sibu. Sibu kann in der U19 erstmal spielen. Kann er da ein bisschen Spielpraxis weiter sammeln? Würde ich sagen. Ross will von der Transfersliste genommen werden. Ja, den haben wir auch ein bisschen begutachtet, ne? Jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen halt, ne? Auch Verletzungsrisiko haben wir hier. Scouting abgeschlossen. Middleton.
Ja, ist nur von den Kriegen, das jemals ist eine andere Sache. Schwierig, schwierig halt, ne? So, Novak hat sich verletzt 6 bis 11 Tage. Okay, 6 bis 8 Tage. Seidel 1 bis 2 Tage. Ich hoffe, der kann gegen Paderborn spielen. Wenn nicht, muss der Schura noch ran. Bleibt keine andere Wahl. So, Ratschläge Kuni. Ne. Gucken wir mal, ich bin gespannt. So, Rostock spielt gegen Augsburg und Sandhausen gegen Nürnberg. Alles klar. Oh, der sieht gut aus. Cardona von Reuter führt auf jeden Fall. Ja, ist auch, ja, 24 Jahre alt, ne? Hat auch schon gute Rollenverständnisse. Das würde wie die Faust aufs Auge passen. Kompletter Flügelverteidiger. Was machen die denn überhaupt? Der kann sogar hier spielen, ey. Ha, lol. Da wird er sogar besser. Im Werser könnte. Oh, der ist ein gut. Der ist ein guter, ey. Aber der ist halt geliehen nur, ne, von Union Berlin. Er hat bis 26 da einen Vertrag. Ja, könnte man sich vielleicht mal ausleihen, ne? Wenn er möglich ist. So, Rostock spielt erstmal 2-2 gegen Augsburg. Und Sandhausen verliert 0-1 gegen Nürnberg. So, Auswertung der Trainingswoche wieder. Bamba hat sehr gut trainiert. Dafür da ist er sehr glücklich, ob wir ihn gesagt haben. Er ist erfreut nur noch der Stehenlehrer. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Jetzt bin ich mal gespannt wegen Seidel, der bei 100% ist. Ja, Skenderovic noch nicht, Lang auch noch nicht, Novak ebenfalls noch nicht, aber die kommen trotzdem mit. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr so viele Leute. Dementsprechend. Oh, Skenderovic kommt. Ah, wohl. Doch für Nova kommt er mal rein. Ja, ansonsten würde ich jetzt alles so lassen, ne? Schauen wir mal. Auf geht es. Ja, da können wir ruhig so machen. Hartes Tackling auch. Alright. Herr Deichmann, ne? Ach, naja. Wird schon, wird schon. Gucken wir mal, was uns erwartet. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt im Anstoß. Mal gucken. Da vorne hat natürlich Anstoß. Aber da ist natürlich. So, Bamba jetzt auf Rieder, der auf Wein. Ah, Ballverlust. Das darf natürlich nicht passieren. Haben wir nochmal Glück gehabt. Hat die daraus kein Kapital schlagen, so richtig. Paderborner. So, Hut jetzt mit dem Abstoß. Da noch gehalten. Wie manchmal kämpfen, ne? In dem Fall der Bamba. Bochum führt 0-1 gegen Kiel. Hofmann. Torschütze. Jetzt kommt erstmal Einwurf. Sehr schön, Bamba. Sehr gut gemacht. So, Goden, langer Ball auf Stendera. Boah, der Hut kommt raus. Deichmann schießt. Ah. Der Ball wurde abgeblockt. Ich glaube, der war auch so gar nicht reingegangen. So, Wein jetzt mit dem Freistoß. Rieder kriegt den nicht. Schade. Schallenberg.
super gehalten von Hiller. Muss ich sagen. Oscar Williamson hat 1-0 für Darmstadt gemacht. Krass. Das war der junge Hüpfer da. Der richtig stark eigentlich ist. So, jetzt muss Lea mit dem Eckball. Oh, was für ein Schuss. Ging deutlich drüber und vorbei. Aber wir fordern mal ein bisschen mehr jetzt hier. So, erstmal Freistoß für Paderborn. Hiller hält den. Ah, Paderborn, da kriegen eine Chance nach anderen, ey. Das ist auch, weil die erstmal hier klarkommen müssen mit, ne? So, Bomber jetzt. Auf Goden. Ah, aber daraus wird anscheinend nichts. Nochmal Eckball für Paderborn. Wie soll es auch anders sein zurzeit? Muss Lia jetzt nochmal. Erlaubt, sehr gut. Ja, perfekt. Guckt euch das mal an. 7 Schüsse hat Paderborn. 8 jetzt. 6 aufs Tor. Wir hatten gerade mal 2. Naja. Ist natürlich Verbesserungspotenzial. Goden jetzt mit einer Flanke. Und Seidel mit dem 4. Saisontreffer. Jawohl. Sehr schön. Geht doch. Warum nicht gleich so? Hier sehen wir nochmal die Entstehung. Ständiger erstmal, der passt auf Boden und der flankt dann und Seidel, zack, mit dem Kopf ins kurze Eck. Sehr schön. Sehr schön gemacht. So, jetzt Einwurf für Paderborn. Ja, sehr schön, Leipold. Sehr schön gemacht. Schießt und wird abgeblockt. Ja, die Paderborner, die blocken sehr oft ab, ne? Das muss man sagen. Da Stendera jetzt mit dem Eckball. Oh, der geht einmal durch. Oh, Strafstoß gibt es. War ein Foul im Strafraum. Aber kommt nochmal der Videoassistenz. Und der Elfmeter wird auch gegeben. Da ist jemand zu hart in Seidel eingestiegen. Der Griskiewicz. Stendera jetzt mit dem Elfmeter. Und da ist das 2:0. Jawohl. Stendera mit seinem ersten Saisontreffer. Ist ja nicht gerade für seine Torgefahr bekannt. Ist klar. So, Stendera sehr schön mit dem Elfmeter. 2:0. Ja, klappt doch. Ja. Perfekt. So wollen wir das doch sehen. Sehr schön gemacht. So, Deichmann hat erstmal eine gelbe Karte bekommen. Muss Lea mit dem Freistoß. Aber daraus wird nichts. Aber der Ball ist noch heiß. Platte wird abgeblockt. Wein hat ihn jetzt nochmal. Aber daraus wurde jetzt auch nichts. Aber jetzt nochmal Paderborn. Mal gucken. Ja, sehr schön gemacht. Mit 2 Leuten. Aber konnten kein Kapital draus schlagen. Schade. Aber war eine gute Defensivaktion. Jetzt wieder Rieder, Deichmann, oh, Ballverlust. Aber zum Glück zu hoch geschossen. Ja, da müssen halt noch die Abstimmung, ne? Die müssen noch passen. Aber krass, dass wir 2:0 gegen Paderborn führen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, 2 Minuten Nachspielzeit gibt es noch. Gelbe für Kerber. Und 2:0 zur Halbzeit. Sehr schön. So können wir doch weitermachen.
Stendera mit einem langen Ball vorhin. Kam aber leider nicht an. Sehr schön, Leipold. Haut er sich eiskalt den Ball einfach wieder. Eiskalt ist er da, eiskalt. Da Freistoß Paderborn, ging in die Mauer. Jetzt haben wir Flanke, gehen wir raus, zum Glück. So, in der 60. Minute würde ich sagen, wechseln wir aus. So, erstmal jetzt Eckball, Stendera. Ja, da müssen wir ein bisschen ändern, ne? Dass der Seil, also hat irgendwie anderweitig der Eckball gespielt wird. So, jetzt nochmal eine Chance vielleicht. Leipold auf Stendera. Oh, schade, ey. Seil wieder, ey. Mann. Hätte da 3:0 sein können. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, dann wechseln wir mal aus, würde ich sagen. Spielt ganz okay. Ja, dann würde ich sagen, Bamba kommt raus. Und Deichmann. Wer könnte denn da spielen noch? Ja, Niho ist dann. Machen wir das so. Schallenberg kriegt die gelbe Karte. Und wir werden gleich den Rhein reinpacken. Für Stendera wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch Schuranov kommt rein. Lannert kriegt auch den gelben Karton. Alles klar. Nochmal gelb für Chuni diesmal. So, dann würde ich sagen, Schuranov kommt rein. Und der, habe ich gesagt, ein, ne? Genau, für Stendera. Alles klar. Aber jetzt kriegen alle gelbe Karten, oder was? Mann, Mann, Mann. So, rein. Langer Ball auf Schuranov. Schade. Hätte man werden können. Eckball. Gibt das stattdessen. So, Wein jetzt mit dem Eckball. Ball geht einmal durch. So, wir sind aber noch immer am Ball besetzt. Eckball. Ah, Schuranov kriegt er nicht ganz. So, Rieder jetzt noch im Ballbesitz. Rein. Ah, Fehlpass. Ganz klarer Fehlpass war das. So, Einwechsel können wir noch tätigen. Ist die Frage, wen packen wir rein? Finson oder Gall? Ich würde sagen Finson, ne? Ja. Weil Lannert die gelbe Karte gesehen hatte. Deswegen würde ich sagen, Finson. Oh, wieder so ein Fehlpass, ey. Ja, das ist halt, weil die das erst noch lernen müssen, weißt du, so richtig. Deswegen gibt es da so Fehlpässe. Da sind immer Fehlpässe vorprogrammiert dann. Auch Einwurf für Paderborn. In ihrer eigenen Hälfte. Langer Ball. Rida kriegt den. Sehr gut. Villa verlaht. Immer schön mit der Ruhe hier. Wir haben Zeit. Wir führen 2-0. Auf verlaht. Niho ist verlaht. Wein jetzt mit einem langen Ball auf Leipold. Flanke Chuni. Schade. Ans Außennetz ging das Ding. Vincent kriegt auch die gelbe Karte. Und noch einer die gelbe Karte bei uns. Wer war das denn? Ah, Niho ist war das, okay.
so viele gelbe Karten. Das ist schon heftig. So viele Karten, ja. So. Das müsste auch gewesen sein eigentlich. Schauen wir mal noch, was passiert. Aber ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Ich spiele jetzt halt ein bisschen die Zeit runter, würde ich sagen. Ja. Und wir gewinnen 2-0 gegen Paderborn, liebe Leute. Sehr schön. Endlich mal wieder 3 Punkte. Ach, nach die Unschieden und so was, ey. Endlich mal 3 Punkte. Darmstadt spielt 1-1 gegen Lautern und Kiel spielt 1-1 gegen Bochum. Wir sind auf Platz 7. Ja, das ist doch schon mal gut für einen Aufsteiger, ne? Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch ein paar Spiele jetzt gemacht. Der nächste Gegner wartet ja auch schon gegen Bielefeld. Uiuiuiui. Gohns Leistung loben, aber sicher. So. Scout wieder. Die Serio. Ja. Aber was soll man sagen, ne? Die haben halt viel, sag mal schnell. Viel, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ne? Viel Marktwert, genau. Die haben hohen Marktwert. So, nach Analyse, Paderborn. So, Dresden spielt gegen St. Pauli, Düsseldorf gegen Regensburg und Fürth gegen Bielefeld. Mal gucken, was Bielefeld macht gegen Fürth. Ah, verlieren sie 2-0 erstmal. Düsseldorf gewinnt 1-0 gegen Regensburg und Dresden spielt 1-1 gegen St. Pauli. Steht denn Dresden? Ja, Dresden steht auf Platz 10 hin. Die sind ja mit aufgestiegen. Antonios Papadopoulos. Guter Spieler für die zweite Bundesliga. Aber mehr auch nicht. So, wir haben schon Montag jetzt. Lieberknecht unzufrieden mit Leipolds Live-Vereinbarung. Was ist denn jetzt schon wieder? Es war ursprünglich... Ey, ist das wirklich sein Ernst? Wir reden mal mit denen. Ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Da müssen wir die Sitzung hier beenden, zögern sie nicht. Es weitere Angelegenheiten zu besprechen gibt. Okay, ich kann Ihren Standpunkt nachvollziehen. Ja, perfekt. Sehr schön. Ey, dass die sie rummeckern, ne? Dass der nicht auf die gewünschte Position spielt. Ey, ist doch egal, wo der spielt. Hauptsache der spielt. Ja gut, ne? Ich persönlich, wenn ich ja Spieler verleihe, ne, dann möchte ich ja auch gerne, dass sie in diese Position spielen, aber. Ja, als ob die keinen inversen Flügelspieler haben, aber rechts außen, ja, ist doch okay, ey. Dann spielt er links außen. Ob er links oder rechts spielt, weiß nicht, macht den Braten nicht fett, finde ich. Von daher. Ja, gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Da war schon wieder mit dieser Folge. Ja, gegen Aalen haben wir Testspiel 1-2 gewonnen, da war knapp. Aber gegen Paderborn gewinnen wir 2-0, ohne ein Gegentor zu kassieren. Aber die hatten auch eine Menge Chancen davon ab, ne? Wir haben halt die besser genutzt, ne? Das eine war halt ein Elfmeter und das andere war halt, ja, der Seidel, ne? Mit seinem 4. Saisontreffer. Ja, Hiller hat auch schon 2 Vorlagen. Ist auch schon krass. Hat die meisten Vorlagen bis jetzt gegeben. Man glaubt es kaum, ne? Aber kann man mal sehen. Wie gesagt, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann spielen wir gegen Arminia Bielefeld auswärts. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.